Willkommen zurück zu Let's Play The Return of Link. Wir sind hier im letzten Dungeon und haben es endlich geschafft, alle vier Fragmente zu öffnen. Und ich glaube, diese Tür sollte eigentlich auf sein. The fuck? Oder? Ich glaube, ich reloade mal kurz. Das ist, glaube ich, ein Bug. Fail? Ich schau mal kurz ein paar Puki im Let's Play nach, aber ich bin mir sicher, dass es hier offen sein müsste. Okay, ich muss zurücknehmen, es ist kein Bug, ich bin nur ein Blindfisch, denn hier ist ein Ding aufgegangen. Das ist aber auch wieder verdammt fies, Junge. Also, ich finde das wieder ein bisschen schlecht gemacht vom Lord Blue Eye. Weil du siehst die Türe als Spieler. Oh Mann, jetzt hängt mein Kabel schon wieder einfach fest. Nee, so. Du siehst die Tür als Spieler, dann denkst du doch, okay, wenn ich die vier Dinger da mache, geht die Tür auf. Aber nein. Es geht irgend so ein random Loch auf, da kannst du natürlich drauf kommen. Also wenn, dann müsste er hier eine Sequenz zeigen, die dir zeigt, dass dieses Loch aufgeht. Ansonsten ist es da doch unmöglich, drauf zu kommen. Und dann gehe ich auch von dem Bug aus. Also ich, wenn ich das Pookie-Let's Play nicht gehabt hätte, dann hätte ich da jetzt mich durchgecheatet. Weil ich davon ausgegangen wäre, dass es ein Bug ist. Weil das ist wirklich schlecht gemacht. Also finde ich zumindest. Das hätte man auch anders machen können. So, was kommt jetzt? Ein Boss? Natürlich. Der wird mich killen. Das weiß ich jetzt schon. Link, das ist ein magisches Skelett. Es kann andere Skelette heraufbeschwören. Ja, klar, aber treibt halt noch mehr. Achte nur auf dieses Skelett, nicht auf die anderen. Ja. Okay, am sichersten wäre es wahrscheinlich einfach gar nichts zu tun. Okay, das Gute ist, die bekriegen sich alle gegenseitig. Das heißt, ich kann immer das magische Skelett treffen. Ja. Das ist voll das Mobbing-Opfer. Es wird von allen Seiten angegriffen, dieses magische Skelett. Hat es auch nicht anders verdient, Alter. Bäm, den kriegst du auch noch rein, Assi. Und den da. Und den. Ich schätze, der wird wieder 20 Milliarden Leben haben. Hallo, ich hab mein Schild. Bäm. Das Gute ist echt, dass sie sich alle gegenseitig treffen. Ich meine, der ist zwar übelst schnell, aber es bringt ihm eigentlich gar nichts. Ihr könnt ihn langsam mal abkratzen, meinetwegen. Ja, das war's. Okay, damit haben wir es geschafft. Und kriegen das Dungeon-Item. Aha, einen zweiten Fanghaken. Das ist natürlich sehr nützlich. Denn damit können wir uns über Rang hangeln. Und da gibt es tatsächlich einige Stellen, die wir uns anschauen können und auch sollten. Und auch machen werden. Aber zuerst mal natürlich die Spinne hier. Also ich finde es echt erstaunlich. Ich bin in diesem Dungeon bisher noch nicht oft gestorben, aber ich habe auch sehr aufgepasst. Weil du hier wirklich extrem viel von vorne machen musst. Und vor allem die Gegner ist halt nervig, ne? Also wirklich sehr nervig. Wow. So, natürlich spawnt ihr alle neu. Das ist so cool. Also, ich bin echt gespannt, wie lange dieser Tempel hier noch dauert. Ich meine, er müsste zumindest der Zeit zufolge noch ewig dauern. Also, den Feen zufolge. Wir haben erst 17 Feen oder so. So. Oder wie viel habe ich? 19. Ist trotzdem nicht viel. Aber so gefühlt. Okay, wir haben erst Dungeon-Item, das heißt die Hälfte gerade mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch erst die Hälfte, die vorbei ist. Wie zum Teufel bin ich gerade hier hochgekommen? Genau, das ist jetzt aber was das Coole, woran ich mich noch erinnern kann. Das ist echt verdammt cool gemacht, muss ich echt mal sagen. Props dafür an den Lord Blue Eye. Denn jetzt spielen wir quasi auf der Decke. Das Ganze ist gespiegelt. Das ist doch echt eine coole Idee. Und, Skelett kapiert. Nee, und die Musik ist sogar rückwärts. Das wusste ich gar nicht mehr. Das ist cool. Also ich spiele jetzt quasi den ganzen Tempel nur gespiegelt. Und das finde ich echt eine sehr geile Idee, muss ich echt sagen. Ja klar. Hauptsache hier spawnen auch nochmal Gegner. Okay, wir bekommen auch endlich mal ein paar neue Feen. Okay, und hier ist tatsächlich genau das gleiche wie unten. So. Also ihr seht ja, ich finde die Spinne schwierig. Sie können mir nicht viele Leben abziehen. Sie geben mir fast sogar eher Leben. Aber sie nerven halt einfach extrem, weil sie so ewig lange zum Besiegen brauchen.
Ach, natürlich, jetzt kommen die auch noch. Boah, ey, man ist wirklich die ganze Zeit nur beschäftigt, damit irgendwelche Gegner zu töten in diesem Dungeon. So. Komm, sterb doch. So. Ach, noch einer, ey. Wie viele Gegner kommen denn hier? Das ist einfach nur zu viel Gegner, die spammen hier gerade. Schlimmer wie bei Mario Maker, ey. Ja, da haben die das zumindest nicht so viele Hits, ne? So, ich hoffe, der fette Schleim ist halt nicht so schwer, weil er. Der hält so viel aus, aber der kann halt nicht viel, wenn ihn in die Ecke lockt. Deswegen hoffe ich mal, dass er bald down ist. Auch das, schaut mal, wie verdammt viele Leben der hat, ne? Das ist echt, das ist mega dumm. So, war es das jetzt endlich mal? Ja. Es gibt aber auch eine Belohnung, wie es aussieht. Vielleicht spawnen die dann immerhin nicht neu. Einen Schlüssel, das ist ja schon mal was. Okay, ich brauche die Bomben. Hm? Komm, schön werfen, Link. Jetzt die schlapp machen hier. So, noch ein paar fehlen. Also wir haben ungefähr die Hälfte des Dungeons, glaube ich. Weil das Dungeon-Item schon kam. Aber trotzdem, jetzt ist die Hälfte. Das ist ja echt ein Riesentempel. Ich mache den heute noch fertig. Ist mir egal, wie lange der jetzt dauert. Weil ich will heute unbedingt noch fertig werden damit. Aber das ändert nichts daran, dass es, glaube ich, ein extrem riesengroßer Dungeon ist. Also, was heißt glaube? Ich weiß es, weil... Schaut es euch an. Ist nicht schwer zu übersehen. So, das ist jetzt die gleiche Idee, die wir vorher schon hatten. Ist quasi einfach nur reworked, oder? Achso, nee. Ich glaube, das ist einfach... Oder muss man hier was machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss hier gar nichts machen. Das ist einfach nur. Das war quasi einfach nur ein Kampfraum. Achso, jetzt war natürlich wieder neu. Natürlich. So, wir kommen jetzt halt hier hinten in die Türe. Dann sind wir auch hier auf dem Kopf. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool, die Idee mit dem Kopf. Hier kann ich ein paar Leben herstellen, weil der Kampf gerade hat mir doch ein bisschen Leben abgezogen. Okay, die Musik hört wieder auf. Mein allseits beliebter Adventurecraft-Bug. Wo? Da. Springt da durch die Gegend, der Spinner. Und freut sich seines Lebens, aber nicht mehr lange. So. Was haben wir hier? Nochmal ein paar Feen? Ja, sehr gut. Feen habe ich auch lange nicht mehr gefunden, ne? Also jetzt halt wieder ein paar, aber an sich irgendwie nicht viele die ganze Zeit. Boah, das ist ja fies hier. Mann, Mann, Mann. Aber solche Fehler übersehe ich natürlich. Schnell. Ah, okay, hier wird wahrscheinlich zurückgeportet. Ja. Das fotografiere ich mir mal wieder ab. Dann haben wir weniger Ärger. Und mehr Spaß. Außer der Zombie nervt. So. Okay. Wir müssen drei nach vorne gehen. Von hier aus, oder was? Nein. Schon wieder keine präzise Angabe, typisch Lord Blue Eye. Drei geradeaus. Aber von wo denn? Von hier. Warum auch immer, ich muss von hier drei geradeaus laufen. Das ist wieder typisch Lord Blue Eye. Er lässt einfach fehlende Informationen weg, die wichtig sind für die Rätsel. Oder für die Sachen. Eins, zwei, drei, vier. Dann einen nach links. Eine nach oben, zwei nach drüben. Nee, jetzt nervt mich der Idiot. Ach, wieso siehst du mich denn jetzt auch? Komm, verpiss dich. Natürlich jetzt mit Pfeilen. Ich habe so viele Pfeile, ist auch wurscht. So. Also, zwei nach oben nochmal. Dann nochmal zwei nach drüben. Und nochmal eine nach oben. Dann sind wir da. Okay, das ging ja doch. Zumindest, weil ich halt mir es aufgeschrieben habe. Ansonsten ist es sehr krass. So, und da oben ist bestimmt noch eine Fee. Die hole ich mir noch. Auch wenn ich in diesem verwirrenden Riesen-Dungeon bestimmt nicht die Feen sammeln werde. War das eine Zumutung? Okay, jetzt gibt es aber extrem viele Feen, habe ich das Gefühl. Am Anfang gab es so Lullfeen und jetzt gibt es die ganzen Feen. Das heißt also doch, dass wir schon weiter sind, als ich dachte. Oder
genauso weit, wie ich eigentlich dachte. Was gut ist. Irgendwann muss auch dieser Riesentempel hier enden. Er ist schon extrem groß, gefühlt. Ist da auch der letzte, ich weiß, aber... ist kein Grund zu übertreiben. So. Der Schalter öffnet uns hier was. Und hier ist bestimmt einfach nur ein Secret. Oder auch gar nicht. Achso, das ist, glaube ich, weil es gedreht ist. Ja, okay, das ist auch, weil es gedreht ist. Das öffnet hier einfach irgendwas. Och, kann... weiß nicht, das ist nervig. Das ist eine nervige Musik hier. So. Jetzt klappt's wieder. Okay, was haben wir hier? Eine Fee bestimmt. Ja, 30 Stück haben wir jetzt. Ist doch mal was. So, brauchen wir ein Key. Da muss ich wieder mit der Bombe richtig timen. Und den Boomerang. Wo ist er denn? Boomerang. Da oben. Ja, das brauche ich oft, das Item. Ich brauche ja eigentlich alles oft. Laterne brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Ich tue ja alles auf einen Slot legen. Bombe und direkt Boomerang. Oh, fast. Das war nicht schlecht. Bisschen länger warten. Ja, perfekt. Geil. So langsam habe ich es gerade drauf mit dem Boomerang werfen. Nachdem ich Ewigkeiten 50 Projekte lang gefailt habe, habe ich es jetzt endlich gelernt. Yes. Okay. Ich tue wieder meinen Timer aufrufen auf dem Handy. Damit ich weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Ah ja. Hälfte. Da kann man noch was schaffen. So, ich würde sagen, wir gehen nämlich mal hier lang. Das sieht nach dem Kampfraum aus. Bitte nicht die Schwimme mit den 1000 Leben. Bitte, bitte nicht. Bitte, 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 Master K. Nicht Master K, nur Blue Eye. Bitte die normalen Spinnen. Ich fürchte, das sind die Schwimmen mit den 1000 Leben. Ja, ich glaube, das kratze ich einfach raus. Das ist ja stinklangweilig, ehrlich. So, nach 10 Jahren habe ich auch mal fertig gekämpft. Ja, wäre richtig toll. Und wenn man. Wahrscheinlich muss man die auch wieder besiegen, wenn man stirbt. Deswegen, ich will hier niemals sterben in diesem Dungeon. Das. Au, oh, aber ich sehe gerade, das könnte unausweichlich sein. Aber ich habe keinen Bock, diese Spinne nochmal zu besiegen. Wirklich, ich habe da null Bock drauf. So, ich nutze jetzt auch diesen Trick von Spectre. Weil der hilft dir einfach ungemein. Das sieht schon wieder nach dem Kampfraum aus, ehrlich gesagt. Okay, ein Schalter. Okay, da ist schon wieder ein Schlüssel drin, obwohl eigentlich gerade schon einer drin war. Also ich merke schon, es ist nicht ganz logisch. Aber macht nichts, es passt schon. Passt schon, passt schon. Ich bin froh, dass ich einen Schlüssel habe. Und verpiss mich jetzt. Wahrscheinlich kann ich da nicht hin, oder? Nee. Egal, wir haben ja den Doppelgreifhaken, damit sollte das kein Problem sein. Ich glaube, jetzt komme ich da aber schon hin, oder? Ja. Warum sollte man das andere nutzen und sich da festhängen? Oder warum? Egal. Da. Okay, das sind, glaube ich, einfach nur die Knöpfe von oben. Das können wir, glaube ich, ignorieren und hier weitermachen. Und jetzt? Ah, Boomerang. Ja, Boomerang. Schön. Also, das ist bisher wirklich sehr positiv an den Dungeon. Wir haben auch viele alte Dungeon-Items die ganze Zeit. Das ist echt super. Also, die alten Dungeon-Items werden hier schön integriert. Das gefällt mir. Das ist super für den letzten Dungeon. Negativ ist das für die ganzen Gegner. Das sind echt sehr viele. Komm, nicht sterben. Ich habe so keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Vor allem, jetzt müsste ich diese 5 Spinnen nochmal besiegen, die alle diese 10 Milliarden Leben hatten. Das ist einfach zu viel. Weil die spawnen safe nochmal. Ich glaube, jeder Gegner ist bisher wieder gespawnt, außer die Zwischenbosse. Oh nein, bitte sag nicht, dass es wieder diese Gegner sind, die 1000 Leben haben. Doch, ich glaube schon. Okay, wir sind in 100 Jahren wieder. Ich cutte es natürlich wieder für euch. Gut, ich bin wieder fertig und ich muss wirklich sagen, also... sagt, was ihr wollt, dass ich kein Skill in Adventurecraft habe, aber... in dieser Map zumindest schlage ich mich bisher extrem gut. Und es ist aber so, wenn du wenig oder halt nicht so gut Adventurecraft spielen kannst, du musst es ja immer wieder von vorne spielen und alle Gegner immer wieder besiegen. Das ist doch so schlecht gemacht, oder? Also, wirklich, wenn du hier die ganze Zeit stirbst, und das für Adventurecraft Neulinge oder Anfänger, ist es auf jeden Fall so, dass man hier oft sterben wird. Also ich gebe mir hier echt Mühe bei den Kämpfen, würde ich so spielen, wie ich normalerweise spiele. Also stimmt schon, normalerweise gebe ich mir nicht so viel Mühe für die ganzen Kämpfe und so. Da kann ich verstehen, wenn man da sagt, dass ich da eher nicht so viel Skill habe.
Aber wenn ich mir Mühe gebe, bin ich glaube ich schon nicht so schlecht, wie man jetzt auch hier bei der Map sieht. Weil hier gebe ich mir Mühe, dass ich nicht sterbe, weil ich halt einfach gar keinen Bock habe, alles immer wieder von vorne zu spielen, weil das übelst schlecht gemacht ist. Es gibt einen einzigen Checkpoint, da müsste man diese 5 Spinnen hier wieder besiegen. Also, nee, das geht gar nicht, wirklich. Das geht nicht. Ich glaube, ich hole mir mal kurz ein paar Leben wieder von den Spinnen hier, weil das dürften die Billo-Spinnen sein. Ja, beziehungsweise die normalen Spinnen. Und die droppen mal nicht ganz gut Herzen. Und die kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Ja, zack, zack. So, habe ich die Feen hier schon geholt? Bestimmt, ja. Gut, dann schauen wir mal, was sich hinter diesen Türen da verbirgt. Okay, ein Rätselchen. Wehe, ich steige hier instant, dann raste ich echt aus. Was macht das da oben denn? Keine Fee oder so? Ah, muss ich das auf den Kopf lesen? Ich glaube, ich muss auf den Kopf lesen. Okay, warte mal. Das mache ich mir ein bisschen leichter vielleicht. Also ich hoffe zumindest, dass es so stimmt. Mach mir ein Foto davon und werde das Foto jetzt drehen. Okay. Also ich würde mal einfach das Handy drehen, aber irgendwie... werde ich nicht wirklich schlau da draus. Ah, wartet mal. Ich glaube, wir müssen das Schild nicht drehen, sondern wir müssen einfach schauen, was hier steht. Also wir sehen ja, das Zeichen wird immer gespiegelt. Ja, die Klammern sind quasi immer die gespiegelten. Ne? Jetzt haben wir hier ein S und wenn wir das S spiegeln, müsste rauskommen eine 5. Nee. Das ist ja quasi eine 5. Eine 2, oder? Boah, bitte. Ja, es stimmt. Oh, Alter. Ich wette, ich wäre Game Over gegangen, wenn ich nicht was Falsches genommen hätte. Der Noplua ist ein richtig fairer Typ. Da wäre ich bestimmt gestorben. Okay, sehr schön. Freut mich, dass ich das jetzt richtig habe. Warte, ich muss kurz den Timer wieder starten. Die sollten mich ja nicht treffen können, so. Oh, ich will nicht den Kalender, ich will den Timer. Da ist er. So. Also, schön sterben hier alle, Freunde. So, ich aber mitten ins Gewürmel rein und kill euch irgendwie. Mann, wieso droppt ihr. Sollt Herzen droppen. Die droppen kein Herzen. Doch, der droppt ein Herz. Weil man kriegt auch keine Heilungsmöglichkeit hier im Dungeon, ne? Also, schon echt heftig. Okay, ich würde sagen, ein bisschen können wir noch. Ich hätte noch einen Key. Ja, sehr gut. Was ist das? Pfeile? Okay, muss ich euch mit Pfeilen töten, oder wie? Schaut so aus. Ja, okay, Pfeile habe ich zum Glück genug. Aber ich könnte alternativ auch wieder Bomben und Boomerang nehmen. Das mache ich sogar. Oh fuck, oder auch nicht. Das killt mich nämlich selber. Scheiße, nee, das lasse ich. Was ich aber vielleicht mache ist, ich hole die mit dem Dinger her. Da kill ich sie hier einfach. Ja, ist glaube ich am besten, ne? Aber die Deppen kurz rüberholen. Weil ansonsten muss man so viele Pfeile verbrauchen, das dauert auch lange, weil die Pfeile halt entsprechend schwach sind. Das gefällt mir eigentlich gut hier, mit den Idioten. So. Okay, schön. Wir haben sie besiegt. Aber wie kommen wir weiter? Ah, ein Schalter. Okay. Es müsste direkt im Parallelgang gewesen sein. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich habe so wenig Herzen nur. Komm, irgendwelche schwachen Gegner. Schwache, habe ich gesagt. Nicht die, die sind eklig. Komm, geh mal in die Stachel rein. Genau. Da bist du richtig. Also so finde ich es okay, wenn die viele Leben haben. Wenn man dann irgendwas hat, um die schnell zu töten. Aber normalerweise hat man das ja nicht, ne? Boah, ey, kann das bitte aufhören so zu ruckeln hier? Ich wäre fast die Stacheln gelaufen deswegen. Das gibt's ja nicht. So. Was hat's hier drüben? Uff. Noch mehr Gänge. Na gut, wir haben den ganzen Dungeon nochmal auf dem Kopf jetzt, ne? Deswegen ist es so lang nochmal.
Also passt schon ungefähr mit der Hälfte. Okay, die töten sich zum Glück alle gegenseitig. Oder halt von selber. Das ist schon sehr gut. Hier kommt bestimmt wieder ein Kampfraum. Ah, hier kommt dieser... Okay, jetzt müsste ich aber wahrscheinlich fast durch sein mit der oberen Seite. Okay, das ist krass. Nein. Nein, wie unfair. Ich spawn sogar hier wieder. Das heißt, ich muss sogar... Alter, das ist so dumm gemacht. Das ist so dumm gemacht, Lord Blue Eye. Wirklich. Ich muss hier das nochmal aktivieren. Ja, ich cutte das. Ich cutte das natürlich. Ne, bis gleich. So, ich bin wieder da. Hat zum Glück gar nicht lange gebraucht, wie immer, nochmal hier zurückzukommen. Und warum funktioniert das nicht mehr? Okay, in diesem Fall würde ich sagen, ist Cheaten erlaubt. Wenn das verbuggt ist, dann kann ich da auch nichts machen. Okay, für den Rückweg wird wenigstens gesorgt. Was ist jetzt hier? Passiert irgendwie gar nichts. Also, es hat gerade nicht geklappt irgendwie. Also der Rückweg... Okay, der Rückweg klappt. Dann mache ich es auf dem Rückweg nochmal richtig. Es ist so unfair. Es ist so unfair. Alter. Ich bin schon wieder fast tot. Ich renne den ganzen Weg doch nicht nochmal. Es ist so ein Scheiß. So, warte mal, was ist das jetzt hier? Hier brauche ich bestimmt den Doppelgreifhaken, das sieht mir echt danach aus. Die Schalter müsste ich, muss ich die aktivieren? Stimmt nicht, oder? Also hier war, das war ja einfach nur dieser Raum, wo man damals die ganzen Dinge aktivieren musste. Oh komm, häng dich halt fest, Link. Okay, hat keine Lust. Halt nichts. So. Ne, diese Schalter machen alle nichts. Das dachte ich mir jetzt schon fast. Ja, das backt jetzt mal wieder rum. Super. Ja, also ich jetzt hier wieder wegkommen. Wartet, ich muss, glaube ich. Warte, was mit, jetzt, mit welchem hänge ich dran? Ich hänge mit dem dran. Das heißt, ich muss das machen und dann da loslassen. Okay, aber ich glaube, irgendwie hier ist nichts in diesem Raum oder irgendwie nichts Relevantes. Keine Ahnung. Ich schaue mich erstmal in den anderen Räumen um. Gibt's hier was? Ah. Okay, ich brauche aber noch einen. Kriege ich auch. Nee, kriege ich nicht. Hä, was ist das denn? Ich check hier gar nichts, ey. Was ist hier los? Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Wartet. Nicht mal das kriege ich hin. Okay. Da brauchen die Tigerschuhe. Die werde ich jetzt auch gleich anziehen. Einen Augenblick. So. So, mit denen sollte das ja kein Problem sein, ich krieg's trotzdem nicht hin. Boah, spring doch rüber, bitte. Boah, ey, das, was ist denn das? Das ist super schnell. So, man darf das Dekoblatt nicht nehmen, dann ist es easy. So, was macht das jetzt? Wieso macht das denn alles gar nichts? Gefühlt, wo ich hingehe, ich kann da drauf drücken und nichts passiert. So komisch. Ich würde sagen, ich mache hier an der Stelle einen kleinen Cut, weil das ist alles sehr strange. Und dann schauen wir mal im nächsten Part weiter, was jetzt zu tun ist, weil ich checke gerade gar nichts. Ja, also bis zum nächsten Mal hier bei The Return of Link. Haut rein.